Naja, ich verkaufe Quarktaschen, die noch gar nicht gebacken sind. Du weißt schon, Teig und so. Das kannst du dir doch denken mal. Und Ray, er kümmerte sich um die normalen frischen Quarktaschen. Es war einfach perfekt, Mom. Wenn ich meinen Teig fertig hatte, füllte Ray den Quark rein, backte das Ganze und verkaufte es in seinem Laden. Am Tag darauf gab Ray mir die übrig gebliebenen Quarktaschen und die habe ich dann bei mir verkauft. Aber jetzt, wo unser geliebter Bruder von uns gegangen ist, bleibt Dosteig ungefüllt. Und die Regale von mir bleiben leer. Ich glaube, das ist die traurigste Geschichte, die ich jemals gehört habe. Ach, Quark! Ach, Quark! So. Was vermutet ihr, wohin könnte Re gegangen sein? Wir glauben, dass er Shanghaied worden ist. Shanghaied? Hast du gerade Shanghaied gesagt? Re wurde Shanghaied! Wow! Also wirklich, wow! Okay, würde mir jetzt jemand verraten, was Shanghaied bedeutet? Irgendjemand hat ihn gekidnappt? Bingo. Wir glauben, dass es die schreckliche Schlägertruppe von Widerus war. Warum sollten die sowas tun? Wir vermuten, dass es sich um eine Verwechslung handelt. Ihr behauptet also, die wollten eigentlich einen ganz anderen backenden, singenden Frosch kidnappen? Naja, aber trotz all eurer Sorgen bleibt euch doch immer noch euer geliebter Teig, richtig? Falsch. Kaum war Re verschwunden, kamen wir vom Regen. In noch mehr Regen. Plötzlich ging ganz Niedlingen die Butter aus. Und ohne Butter kann Do keinen Teig machen. Was ist denn, wenn ihr einfach die Butter weglasst? Die Butter weglassen? Keine Butter, kein Teig. Glaube mir. Du meinst ihm, stimmt's? Ja klar, wen denn sonst? Übrigens heißt das ihn. Okay. Also wir machen uns dann mal wieder auf den Weg. Passt auf euch auf. Lasst euch nicht anquatschen. Nehmt immer einen warmen Pulli mit. Und vergesst nicht zu schreiben. So, können wir nach da hinten? Vorratskammer. Psst, mal, warum stehen wir hier in einer leeren Speisekammer? Ich weiß nicht so genau. Schätze, wir werden schon unsere Gründe gehabt haben. Okay. Ein Klavier. Ein kaputtes Klavier. Okay. Ich habe ihr Klavier kaputt gemacht. Ich Aber seh's. Andererseits, wenn man es positiv sieht, So. Eine Art Maschine. Maschine, ja. Eine Art... So, also wir haben jetzt eine neue Aufgabe. Wir müssen Reh finden und Butter. Okay, wir gehen jetzt mal hier rein. Wir klappern einen nach dem anderen ab. So, hier ist... Ach, warte mal, hierfür haben wir doch ein kostenloses Kostüm. Kostümverleihung. Oh. Entschuldigen Sie. Entschuldigen Sie. Entschuldigen Sie! Ist okay, ich kann das irgendwie entschuldigen oder so. Oh What? Mein Gott, oh Gott, oh Gott. Wo ist denn irgendwie mein Kopf heute? Ich bin Miss Schnitt. Willkommen im Kostümerama. Hi. Ein Kostümbuch? Nein, nein. Sind ja nicht mal Bilder drin. Und, gefällt es Ihnen trotzdem irgendwie? Aber klar. Ich meine, es gibt doch gar keine schlechten Bücher, oder? Es gibt irgendwie nichts Nobleres als das geschriebene Wort. Was für ein verrückter Zufall. Genau das Gleiche habe ich gerade zu Mal hier gesagt. Bücher sind einfach das Beste. Sie sind das Größte. Die guten alten Bücher. Mit all diesen Wörtern und so. Ach, ich kann gar nicht genug davon kriegen. Gib's auf, Flachs. Was immer du auch vorhast, es wird nicht klappen. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, wovon du da redest, Mal. Also, Miss Schnitt, wie wäre es, wenn wir beide uns mal treffen würden? So irgendwie ein paar Bücher lesen. Bei mildem Kerzenlicht. Nur wir beide. Klingt verschärft. Das ist irgendwie total cool, dass Sie so auf Bücher stehen, echt? Sie glauben ja gar nicht, wie viele Penner mich anzubaggern versuchen. Indem Sie so tun, als ob Sie gerne lesen.
Aber ich brauche mich irgendwie bloß 5 Minuten mit denen zu unterhalten, bevor ich sie durchschaue. Normalerweise werde ich dann sowas von dermaßen sauer, dass ich sie mit einem Karate-Kick flachlege. Ich bin irgendwie nämlich ein totaler Schwarzgurt. Ach, wirklich? Oh nein! Wissen Sie, was ich vergessen habe? Ich muss das mit unserem kleinen Schmöker-Rendezvous nochmal nachchecken. Wissen Sie, Mal hier braucht nämlich meine Hilfe. Und da kann ich ja nicht einfach abhauen und ihn im Stich lassen. Ist das nicht so, Kumpel? Genau so ist das, Kumpel. Schweinepech auch. Oh Gott, haben wir jetzt 4. Ich rede nochmal einmal. Wenn Sie so sehr auf Bücher stehen, warum betreiben Sie dann einen Kostümo-Kystomü? Kostümerama! Naja, irgendwie stehe ich auch echt auf Kostüme. Ich meine, was könnte denn tiefergehend sein als irgendwie deine physische Erscheinung zu transzendieren? Außerdem passen Lesen und Kostümieren irgendwie echt cool zusammen. Viele meiner Kostüme basieren auf Sachen, die ich irgendwie mal gelesen habe. Wie des Kaisers neue Kleider? Wie das Kostüm, das ich geschneidert habe, nachdem ich irgendwie Camus gelesen hatte. Es basierte auf dem irgendwie unverständlichen Schweigen des Universums. Das möchte ich gerne mal sehen. Oh, tut mir leid. Das ist irgendwie verliehen. Schweinepech aber auch. So, aber wir können doch hier mal... Ich mag Ihre Kostüme, wirklich. Danke. Die Geschäfte liefen irgendwie riesig in letzter Zeit. Ich habe gerade meine Mitorama-Werbekampagne abgeschlossen. Und ich habe überall massig Gutscheine verteilt. Ja, wir haben auch einen. Massig? Gutscheine? Für einmal freies Ausleihen. Das ist aber sehr großzügig von Ihnen. Aber gar nicht. Das ist irgendwie Marketing. Ich möchte aber erst über das Buch reden. Was lesen Sie denn da überhaupt? Das nennt sich Enigma. Es ist ein Buch über unlösbare Rätsel. Unlösbare Rätsel? Mann, was für ein Schwachsinn! Warum haben die denn das Buch nicht gleich unlesbar gemacht, wenn sie schon mal dabei waren? Hey, ich bin irgendwie ganz offen für jede Idee, okay? Ich lese alles. Okay. König Nick hat uns gebeten, seinen Kostümgutschein für ihn einzulösen. Oh, warten Sie mal! Das geht nicht! König Nick hat vergessen, die Einlösung des Gutscheins zu autorisieren. Sie wissen schon, er muss ihn irgendwie mit seinem königlichen Siegel abstempeln. Wow, das tut mir jetzt leid, Miss Schnitt, aber da wir nun schon mal hier sind... Keine Chance! Ich brauche diesen Stempel hier drauf, Jungs. Ich meine, sonst könnte sich ja irgendwer einfach den Gutschein des Königs irgendwie schnappen und ihn als seinen eigenen ausgeben oder irgendwie sowas. Also nicht, dass sie so etwas tun würden. Nein. Ich meine, das wäre doch schlicht und einfach falsch. Ja, unbedingt. Unvorstellbar. Cool. Ich wusste, sie würden das irgendwie verstehen. Okay. Wir sind jetzt irgendwie echt weg. Ja, und besser schnell. Bevor du anfängst, immer so zu reden. So, das heißt, also rein theoretisch... Ich habe viele Sachen im Kopf, es tut mir einfach leid. Aber ich glaube, wir brauchen einfach nur ein Stempelkissen oder sowas, dann können wir nämlich mit der Spieluhr das abstempeln. So, dann gehen wir jetzt in die Bierbar oder so. Woran kann ich mich... Typisch. Ah, okay, das war das. In Niedlingen geht es sogar in den Pubs so totenstill zu wie in einem Teesalon. Ich weiß nicht so recht, Flax. Ich glaube, diese Maus da drüben würde dir da widersprechen. Schau sie dir bloß mal an. Mach, dass du wegkommst. Sieht aus, als wäre es hier doch nicht so mucksmäuschenstill, wie du dachtest. Ist cool, man! Irgendwas war mit der Maus, ich bin mir aber nicht mehr sicher. Ich glaube, wir reden jetzt erstmal mit dem Barkeeper. Einen schönen guten Tag. Hallo und herzlich willkommen. Es freut mich ja so, dass ich den Weg zu meinem bescheidenen Lokal gefunden habe. Jo, und gut schauen wir heute wieder aus. So braun und gar nicht käsig. Das Wetter ist einfach erste Sahne, was? Ja. Eine gute Antwort. Eine wunderbare Antwort. Ja, sie ist einfach atemberaubend, könnte man sagen. Danke.
Zwar haben wir keine Punkte zu vergeben für unsere wunderbare Kundschaft, aber... Jo, das haben Sie sehr gut gemacht. Ja, klar. Irgendwie redet er in verschiedenen Dialekten. Ich habe da zufällig bemerkt, dass Ihr Akzent irgendwie... Naja, er ist... Erst ist er holländisch, dann klingt er nach Schweiz. Ja. Dann kommt wieder Holland durch, dann wieder die Schweiz. Dann Holland, dann die Schweiz. Holland, Schweiz. Ich glaube, er versteht schon, was du meinst. Und das habe sie wirklich bemerkt, eh? Nicht geloven. Viele Menschen kennen nicht den Unterschied. Jo, also das liegt an meinen Vorfahren. Ich bin halb Holländer und ein Viertel Schweizer. So ein Käse, da fehlt doch noch ein Viertelpfund. Jawohl, der Kandidat hat 100 Punkte. Mein Almöhi mütterlicherseits war Schotte, sagt man. Wahrscheinlich ein Geizerkäse. Und ich dachte schon, das Röckchen wäre das Einwickelpapier vom Supermarkt. Oh. Interessantes Teil. Und so groß. Oha, ist mein Kind etwa schon wieder hochgerutscht? Nein, ich bin noch die Orgel da. Und diese besonders lange Flöte. Ah ja, natürlich, von selbstprägend. Das ist ein Hamelner Pfeifenörgeli. Das Spitzenmodell. Bis vor kurzem wurde sie sehr oft gespielt. Die Baggerjungs haben jede Abend hier gespielt. Das heißt, bis ihr Bruder dann auf so mysteriöse Weise verschwunden ist. Ah, die Frösche. Okay. Naja, auf jeden Fall scheinen sie ja den Geschmack des Publikums getroffen zu haben. Die Gäste sehen mir nicht aus, als ließen sie ein gutes Bierschal werden. Ich bin sicher, das liegt nur an dem exquisiten, geschmackvollen Dekor der Gaststätte. Ja, das Folkloristische an sich schlägt ja hier sehr stark durch. Also das ist aber wirklich sehr freundlich von Ihnen, meine Herren. Sehr freundlich. Obwohl, wir haben ein klein Problemchen. Oh, was plagt Sie denn so? Jo, das ist es ja gerade. Sie müssen nämlich wissen, wir haben ein Mäuschen in dem Haus. Hä? Ja, genau hier, mitten in der Kneipe. Ein Mäuschen. Ein Mäuschen? Sie werden belästigt von einem jungen, womöglich auch noch gut aussehenden Mädchen? Ja, nun seien Sie doch nicht so albern. Sie wissen doch, was ich meine. Wir haben da dieses kleine, widerliche, garstige Tierchen hier. Hier gibt es eine Maus, Kopfertelli nochmal. Ah, ein Mäuschen. Ja, ein Mäuschen. Ich mag das voll, das ist so geil. Und wie lange treibt sich diese Maus jetzt schon hier rum? Also, das ist komisch. Sie ist genau an demselben Tag hier aufgetaucht, an dem ich aus meinem Urlaub zurückgekommen bin. Urlaub? Wo? Ich war im Trickreich. Was für ein böser Fehler. Hey, Vorsicht, Kumpel! Zufällig bin ich da geboren. Und es ist ja auch eine wunderbare Stadt. Einfach wunderbar. Aber es ist vielmal kein Stadt, um zu entspannen. Was natürlich nur meine private Meinung ist. Aber jedes Mal, wenn ich einen Fuß vor die Tür gesetzt habe, hat mir irgendwer von hinten den Kilt runtergezogen oder mir einen Amboss auf den Kopf geworfen. Hey, das klingt aber... Schrecklich, einfach schrecklich. Sagen Sie mal, was kann Ihnen denn so eine winzig kleine Maus schon tun? Sie sind doch ein erwachsener, großer, starker Käse. Oh, oh. Ich glaube, ich verstehe langsam das Problem. Nein, da bin ich nicht sicher. Also ich meine, das kleine Kerlchen knabbert schon mal an mir herum. So ein ganz kleines bisschen. Aber das stört mich eigentlich nicht. Ich will ja nun auch nicht, dass der Zwerg da verhungert. Ja, aber wenn es Sie nicht stört, dass er Sie manchmal anknuspert, wo liegt dann das Problem? Jo, das ist... Also er hat nicht nur smakelig Eten im Kopf, sondern auch jede Menge Unfug. Schauen Sie, er ist eine absolute Nervensäge, wenn Sie verstehen. Nicht ganz, aber fast, wenn Sie verstehen. Also ich glaube nicht, dass er es wirklich böse meint. Aber mit seinem Übermut macht er mir alle Gäste verrückt. Ich habe alles versucht, sogar meinen Matteklopfer, den Teppichklopfer, aber er will nicht abhauen. Und das ist alles? Machen Sie da nicht aus einer Maus einen Elefanten? Nein, tue ich nicht. Ich weiß wirklich nicht mehr, was ich noch versuchen soll. Ich habe sogar schon eine Belohnung ausgesetzt für denjenigen, der diese aufdringliche Maus fängt. Er zahlt eine Belohnung?
freiwillig? Muss der aber verzweifelt sein. Ich meine, immerhin ist er zu einem Viertel Schotte. Wie ich sehe, haben Sie eine Mausefalle für Ihren kleinen Besucher aufgestellt. Ach ja, dieses reckliche Gerät. Ich hatte gehofft, ich müsste sie nicht benutzen. Mar, aber ich habe unser kleiner Freund so oft Hellemal nett gebeten zu verduften. Und es hat Hellemal nichts gebracht. Ich dachte wirklich, diese hässliche Falle würde ihn so erschrecken, dass er von alleine verschwindet. Ja, sicher doch. Scheint ja vor Angst schon richtig zu schlottern. Ich glaube, ich brauche doch jemanden mit mehr Erfahrung in der Schädlingsbekämpfung. Der kann dann die kleine Mäuschen fangen. Habe ich übrigens schon erwähnt, dass es eine Belohnung für denjenigen gibt, der sie fängt? Okay. Sag mal, hattest du eigentlich den Brenner unter dem Käsefondue ausgepustet? Vor was? Ach ja, ich meine, nee, hab ich nicht. Wir sollten schnell mal nachschauen gehen. Also es war mir ein ausgesprochenes Vergnügen, Sie beide zu treffen. Schauen Sie doch recht bald wieder mal herein. Ich liebe dieses Spiel. Es tut mir einfach so leid. Das Spiel ist von 1996. Und ich liebe es einfach. Guck mal, hier ist ein Telefon. Können wir das benutzen? Welche Nummer oder Farbe man hier wählen muss. Ich weiß. Da brauchen wir eine Telefonnummer. Okay. Können wir Orgel spielen? Vielleicht sollte ich mich mal an der Orgel des Barkeepers versuchen. Ich bin sicher, es wird ihm gefallen. Flachs, gib doch bitte der Mausefalle mal einen Klaps, ja? In Ordnung. Das war jetzt echt offensichtlich. Och, Mann, oh. Ja, du haust ja rein wie meine Frau beim Fondue. Fondue? Oh, heilige Schocke, Sie haben ja die Falle benutzt. Ich wollte doch nicht, dass der kleine Racker so verbeult wird. Oh, bloß keine Sorge. Wir müssen nur seinen Schädel wieder ein bisschen in die richtige Form kneten. Dann ist er wieder ganz okay. Ach ja, ich vermute, Sie haben wohl recht. Thank you well, Freunde. Oh ja, bevor ich das vergesse, hier ist Ihre Belohnung. Ein alter Krug. Das soll unsere Belohnung sein? Ich weet. Ein bisschen zu viel, oder? Aber ich bestehe darauf, dass Sie ihn annehmen. Sie beide haben ihn sich redlich verdient. Was sollen wir bloß mit diesem Müll anfangen, Flachs? Ich hätte da ein paar gute Ideen. So. Wir nehmen die Maus mal mit. Was war das bodenlose Krug, glaube ich? Ein alter Krug aus der Kneipe, der leck ist. Okay, der leck ist. So, ich glaube, hier haben wir dann soweit alles. Dann gehen wir mal weiter. Und zwar gehen hier rein. Oh, hier war lustig. Aber hier brauchten wir, glaube ich, noch irgendwas. Ich bin Mal Block und das hier ist Flachs W. Wild. Nett, Sie kennenzulernen. Tja, also, ist das hier eine Spielhalle? Nein, es handelt sich hier um einen Blumenladen. Nur sind uns leider gerade alle Blumen verschimmelt. Natürlich ist es eine Spielhalle, Sie Hornochse. Mal, hast du das gehört? Du bist von einem Niedlinger runtergemacht worden. Mal Block. Runtergeputzt von einem Schwachpups. Oh, Junge, ich kann mir nichts Erniedrigenderes vorstellen. Warte, bis das die anderen alle hören. Das wirst du nie wieder los. Meine Damen und Herren, mein Freund Flachs W. Wild. Okay. Wissen Sie, ich dachte immer, Niedlinger sollten fröhlich und hilfsbereit sein, liebenswert und großzügig. Sie hingegen erscheinen mir erstaunlich stinkig. Okay, Sie haben mich erwischt. Ich bin nicht hier aus der Gegend. Ja, hey, ich kenne Sie doch. Sie hatten auch so einen Schuppen im Trickreich. Warum haben Sie dem Heimatland den Rücken gekehrt? Lausiges Geschäft. Es ist nicht so leicht, einen Tricky zu linken. Das sind alle Schlaumeier. Jau! Also bin ich rübergekommen, um diese netten, lächelnden Niedlinger Schwachköpfe zu unterhalten.
Ist vielleicht nicht allzu ruhmreich, aber es ernährt seinen Fisch. Niedlinge abzocken, das ist ja wohl wirklich...